Willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 4. Ich muss gerade mal schauen, der gute Herbie möchte 10 Mahlzeiten zubereiten, wenn er inspiriert ist. Er ist momentan relativ gut drauf, dann machen wir ihn noch mal kurz inspiriert, indem wir ihn den Kochsendungskanal schauen lassen. Er soll mal bitte aufhören mit Zuflucht spielen. Die gute Chrissy hat gerade nichts zu tun. Dann würde ich doch mal sagen, programmiere noch mal eine App. Programmieren. Handy-App. So, Audio steht vor dem Spiegel und tut nichts. Fünf Bildtypen am Kreativkunsttisch zeichnen. Das kriegen wir hin. Da ist er. Zeichnen. Tier. So, und Audio Nummer 2 ist gerade richtig gut drauf. Möchte gerne Freundschaft fürs Leben schließen. Ist das. Das ist Föhnfrisur-Audio. Föhnfrisur-Audio darf da mal seine Freundin anrufen. Was hält er davon? Was hält er, glaube ich, für gut? Wo ist sie denn? Ah, ruf doch mal die liebe Andrea Nasturia an. Wo ist sie denn? Andrea! Komm mal rüber! Moment mal, wieso guckt Herbie gerade nicht Fernsehen? Herbie! Hatte ich nicht gesagt, dass du hier Kanal schauen, Kochsendung schauen sollst? Ich meine, ich hatte das gesagt. Andrea wird gleich da sein. Yay! Und so lange. Was müssen wir doch bei dir tun? Du möchtest. Oder das ist der falsche. Hier, da ist Föhnwellenaudio. Motorik möchtest du noch ein bisschen drin. Da ist dir, lieber Andrea, schon. Hey! Päuschen. Da erstmal begrüßen. Wir begrüßen Sie mal lustig. Kann ich Sie irgendwie begrüßen? Was möchte er eigentlich noch? Er möchte gerne noch Freundschaft fürs Leben schließen. Okay, dann mal über Träume reden. Was hältst du davon? Hm? Möchte er sowieso gerade? Dann reden wir noch ein bisschen über die Träume. Finde ich eine schöne Sache. So, hallo kleine Andrea. Andrea ist gerade ein bisschen gelangweilt. Oder wie soll ich das? Andrea ist gelangweilt. Wie kriegen wir sie denn ein bisschen fitter? Wollen wir hier ein bisschen zusammen spielen? Was hältst du davon? Hm, Andrea? War eine schöne Sache, oder? Ein Instrument spielen, weil inspiriert. Oh, jetzt sind die beiden hier richtig on fire. On fire sind die beiden. Entschuldigung. Meine Güte. So, er zeichnet hier lustig Bildchen am Kreativkunsttisch. Nicht wahr? Ja, möchte gerne 5 Bilder zeichnen. Mit Streusel, ein Dino mit Streuselchen. Oh, wie knuddelig. Ne, das soll ein Pferd sein. Entschuldigung, kein Dino. Kommando zurück, Pferdchen. So, sie ist da dabei. Wie ist der gute Herbie drauf? Er ist inspiriert. Dann würde ich das sagen. Den packen wir mal, legen wir mal weg. Und dann darfst du mal ein bisschen kochen. Und zwar. Darfst du mal einmal Pfannkuchen kochen in der. Machen wir Familiengröße mal. Ist ja nichts Schlimmes. Danach darfst du kochen. Kekse mit Schokostückchen und dann nochmal kochen. Na, dann sind wir jetzt im Kochen wirklich richtig hier auf. Taco-Auflauf ist ein bisschen teuer. Spaghetti. Auch in der Einzelportion. So, ganz viel, viel kochen. Was machen unsere beiden hier? Er ist auch inspiriert. Fantasiegeschichte erzählen. Was kann man mit ihnen jetzt noch machen? Wir können mit ihnen das Fantasie spielen. Was hältst du davon? Sie ist mir noch ein bisschen gelangweilt. Das ist doof. Erschrecken, über Spielzeug reden, über Schule reden. Unfug, mein Hornschocker, falsche Nachrichten, erschrecken, falsche Party, rumblödeln. Rumblödeln. Macht das mal. Können wir sie nicht irgendwie aufmuntern? Irgendwie so ein bisschen so. Mehr Auswahl. Oh, Herbie flambiert gerade. Ich glaube, das war Absicht. Um Tipps bitten. Können wir auch mal machen. Oh, jetzt wird sie. Oh, guck doch die an, sind die süß. Sind die beiden süß? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er sie erschreckt. Hier über Träume reden nochmal, weil es zu viel Spaß macht. So, was kann man so? Witze über ekliges Essen machen, über Erwachsene lustig machen, von so über Süßigkeiten schwärmen. Süßigkeiten sind toll. Oh, die knuddeln! Die beiden knuddeln! Das ist so knuddelig.
das muss sein, aber Herbie im Hintergrund zeichnet, nicht zeichnet, sondern, ey, das ist doch so knuddelig, das gibt's doch nicht. 85, wofür? Wofür? Ach, Tantiemen bricht Apps. Ach, ich verdiene mit den Apps natürlich jetzt Geld, natürlich. So, Päuschen, was haben wir hier? Pfannekuchen. Bup. Herbie, was hast du sonst noch so gekocht? Ach, er ist noch dabei. Was kocht er? Ach, der ist gerade im Ofen, okay. Dann können wir das noch so machen. Die beiden hier. Wer ist dieser Mann im Tanktop, der vor meiner Tür steht? Den möchten wir nicht. Geh bitte. Und geh bitte ganz schnell. Andrea. Hallo. Na, mitzugehen? Nein. Moment. Falscher Charakter. Falscher Charakter. So, was können wir sonst noch so Feines machen? Fantasiespielen kennenlernen. Wir lernen sie doch mal kennen und dann darfst du einfach Gott umarmen. Ach, Kinder können umarmen. Interessant. Erwachsene können nur knuddeln, Kinder können tatsächlich umarmen. Ja, jetzt wird jetzt geknuddelt. Wird jetzt hier geknuddelt. Knuddelzeit. Knuddelzeit. Yay, Kinderknuddelzeit. Oh, ihr seid so knuddelig. Jetzt ist sie glücklich. Ich habe eine glückliche Andrea. Dann ist auch Andrea glücklich. Gemeinsam Foto machen. Was kann man sonst über Lieblingstier reden? Geheimnis ausplottern. Oh, nee, Geheimnis ausplottern möchte ich nicht. Was kann man da? Mehr Auswahl. Komm, gib mir mehr. Lustig. Insider-Witz-Grimasse, Comicfigur. Ach, die beiden sind so freundlich. Ein Land zu Fantasie spielen. Spiel aber Fantasie. Jetzt ist sie glücklich. Und die beiden sind Freundin. Es ist seine Freundin. Ich weiß, das ist nur Freundin im Sinne von guter Freund. Oh, das war ein Selfie. Hashtag Selfie. Oh, wir haben sie von gelangweilt auf zu glücklich gemacht. Das freut mir. Freut mir ungemein. Unser kleiner Hans Dampf in allen Gassen. So. Was können wir sonst noch so machen? Und Tipp-Tipps bitten. Oh, das können wir jetzt auch machen. Unfug. Rumblödeln. Blödet noch ein bisschen rum, ihr beiden. Über Träume reden. Oh, das geht ja rund hier. So, ich muss mal noch wieder mal anderen Leuten gucken. Er hat sein Bild fertig, oder? Im Inventar platzieren und dann darfst du nochmal, wenn du es gemacht hast, ein weiteres Bildchen zeichnen. Nein, nicht sitzen. Zeichnen. Fahrzeug bitte. So, Mutti. Ist da noch dabei? Fati hat gerade nichts zu tun. Fati, mach mal hier. So, bist immer noch inspiriert, ja. Und immer noch gut drauf. Dann würde ich das sagen, koche noch ein Gourmet-Menü zubereiten. Das finde ich auch nicht schlecht. Oh ja, jetzt kann er hier. Oh, Butternut-Gnocchi. Da darfst du auch mal eine Familiengröße von kochen. Und danach hätte ich noch gerne mal von dir. Ah, nee, Moment, das war jetzt falsch. Ich will natürlich Gourmet-Menü machen. Natürlich. Schwarz-weißer Kuchen ist geil. Go. Sie ist hier immer noch dabei. Sehr schön. So. Eher ein angenehmes Gespräch hat er hier mit seiner Freundin. So soll es sein. Sozial ist auch voll gut drauf. Tag verschönern. Natürlich. Was möchte er hier gerade jemanden kennenlernen? Na, geht doch so, oder? So, jetzt möchte ich eine Freundschaft fürs Leben schließen. Geht das irgendwie? Oh, er ist tierisch glücklich wegen Sozialkontakt. Umarmen, knuddelt noch mal ein bisschen. Freundlich, Wiedersehen, mehr Auswahl. Von Herzen kommt das Kompliment, das ist doch super. Mehr Auswahl. Freundlich. Ah, ich gehe mal mit den beiden, mehr Auswahl. Süßigkeiten über Eltern beschweren, Kompliment hatten wir schon, mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Über Spielzeug reden. Geht das gerade nicht irgendwie? Ach, das geht gerade alles nicht. Freundlich. Nee, jetzt spielen die beiden erstmal eine Runde zusammen. Das ist doch auch super. Ja, dabei kann er noch ein bisschen Motorik leveln. Während der andere Audio hier hinten im dunklen Kämmerlein sitzt, da muss ich mal, Lampen anbringen. Ich muss generell das Haus mal umbauen. Ich glaube, ich mache demnächst mal eine Folge, wo ich das Haus umbaue. Es wird eine etwas längere Folge, aber das kann man ruhig mal machen. Herbie. Er ist immer noch am Kochen. Was hat er da gekocht, Leckeres? Butternut-Gnocchi, die sind schon fertig. Jetzt wird er erstmal das Küchlein gemacht. Hier, oh ja. Wir können dem Herbie beim Zaubern zugucken. Wer ist das Nettes? Julian Hermanns. Das tut mir leid, lieber Julian, aber ich kann gerade nicht. Ich muss kochen. Es ist Zeit zu gehen. Tschüss.
Tschüss, Andrea. War schön mit dir. So, der kleine Audio ist glücklich. Hat seine Freundin bei sich gehabt. Finde ich toll. So, was können wir ihm noch machen? Er muss auf jeden Fall eine Levelfähigkeit irgendwas noch erhöhen. Dreimal Zusatzaufgaben machen. Jetzt lassen wir erst mal ein bisschen da weiter tun. Dann wird er noch ein bisschen höher. Und er hat sein nächstes Bildchen fertig gemacht. Es ist ein Auto, ein Rennwagen. So, ins Inventar damit. Und sein Sozialkontakt ist gerade ein bisschen im Keller, aber du darfst noch trotzdem nochmal Formen zeichnen. Bitte. Danke. So, wir müssen in die Schule um 8 Uhr. Das ist dann erst morgen wieder dran. 5 Bildtypen Kreativkunst, Tischzeichen, da sind wir dabei. Level 10 Kreativfähigkeit macht er nebenbei. Gut, Herbie hat sein Küchlein fertig. Schwupp. Aber das darfst du trotzdem, das darfst du nicht mal putzen. Säubern, bitte. Du hast hier die ganze Küche sauber gemacht und jetzt darfst du ja mal putzen. Ne? Auch der gute Herbie braucht Sozialkontakt. Da glaube ich, lasse ich die beiden gleich mal hier zusammen ein bisschen was machen. Ermutigen. Bewunderung ausdrücken darf man auch mal machen. Wenn man schon den Sohnemann hier stehen hat, Mutigen herbeirufen, Insiderwitz nach Tag fragen. Fragt mal deinen Sohnemann nach, wie dein Tag war. Mit Familie angeben, definitiv. Kann er wichtige Lektionen lehren. Oh, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann noch den Tag verschönern, hatte ich Lehrerwitz machen. Yippie! Was ist jetzt hier los? Angespannt. Beförderungssorge, schon wieder? Holmes, Gibbs. Och, nö. Veruda Barana, So, the Humes Ärgerluft is machen, nein, born. nicht beim Sohn. Corbezay. Umarmen ist gerade auch schlecht. Disculpa. Freundlich. Oh, jetzt wird hier rumgelassen. Oh je. So, Happy. 10 Mark zeigen wir. Ein Gala-Abendessen Silber verdienen. Wie mache ich denn das? Klicke das Telefon, um Gala-Abendessen zu planen. Wenn das Abend begonnen hat, erscheinen Ziele, die du erfüllen kannst. Oh, das werde ich dann morgen auf jeden Fall mal machen. Dafür muss ich, starte ich mal eine neue Folge. So, sie ist immer noch beim Programmieren. Schwupp, Level 4 Motorikfähigkeit erledigt bei dem anderen Kollegen. Sie hat Hunger und Sozial und Hilfe. Okay, öffnen. Was haben wir da, der Chris? Taco-Auflauf, Pfannkuchen, Pfannkuchen essen. Und dein Mann wird gleich mal dazukommen, gleich. Cardo Sabi. Bist du eigentlich schon fertig mit dem Zeichnen hier? Soon Ins Inventar drop. alles. Sehr schön. So, der andere Audio, was macht er denn? Was hat er gerade so? Oh, der hängt da. Ein hängender Audio. Wie cool. Das ist ja mal cool. So, aber der Audio hier, der darf noch mal seine Zusatzaufgaben hat er schon gemacht, okay. Ah, der darf da jetzt mal runterkommen, glaube ich. Komm doch mal runter. Was machen wir mit denen auch? Was stellen wir mit denen auch an? Du möchtest gerne noch Freundschaft fürs Leben schließen. Ja, das dauert ein bisschen. Zusatzaufgaben geht gerade auch nicht. Level 4 fähig. Was fehlt dir noch? Mental. Oh, dann können wir noch eine Runde Schach spielen. Oh, da sitzen die beiden schon. Schnapp dir was zu essen. Öffne. Was haben wir noch Leckeres? Hier Spaghetti. Schnapp dir den Teller Nanghetti. So, die beiden sind hier lustig dabei. Kimba. Ah, sozial sind sie dann noch ganz wieder auf der Höhe. Sehr schön. Was machen wir jetzt noch mit euch? Hier mal eine Runde öffnen. Schnabulier dir mal Kekse mit Schokostückchen ein Gericht nehmen. Mutter ist noch bei ihrer Handy-App dabei, hat aber auch Hunger. Das ist auch schon geplant. Okay, jetzt machen wir da erstmal aus. Jetzt geht erstmal die ganze Familie essen. Was haltet ihr davon? Audio. Neue Bilder. Ausgaben. Schon gemacht. Sehr gut. Das war falsch. So. Die beiden. Hör damit mal auf und schnapp dir was zu essen. Öffnen. Was haben wir noch Leckeres? Ich habe ja viel Leckeres drin. Grillkäse. Oh, schnapp den Grillkäse. Grillkäse ist lecker. Lecker, lecker Grillkäse. So. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind momentan die Folgen immer mit so etwas anders als normal. Ich spiele gerade immer nur Einzelfolgen, was daran liegt, dass ich ein bisschen wenig Zeit habe momentan. Nichtsdestotrotz werde ich die nächsten Tage auf jeden Fall mal vernünftig aufnehmen, mehrere Folgen am Stück. Dann sieht man auch, wie die zur Arbeit gehen und nicht immer nur diesen 0815-Tag, den man momentan sieht. Das wird sich ändern. So.
jetzt redet doch mal miteinander. Was haltet ihr davon? Jarpa! Was müsst ihr denn noch so Feines machen? Lustige Interaktionen hat er. Er möchte noch lustige machen Sachen. Foto. So, Mutti, was möchtest du dir jetzt noch? Du möchtest dringend mit jemandem sprechen. Sprich mit deinem Mann. Mach mal hier so ein bisschen mit Männchen sprechen. Mehr Auswahl. Romantik. Küssen. Mehr Auswahl. Romantik. Knuddeln. Mehr Auswahl. Romantik. Händchen halten. Und mehr Auswahl. Romantik. Flirten. Und jetzt das ultimative Romantik. Ewige Liebe erklären. Die beiden sind echt süß. So, die beiden Audios hier, die dürfen mal ein bisschen miteinander sprechen. Über Schule reden. Fantasie spielen. Unfug. Was können sie noch machen? Mit Handschuhe rein, falsche Party, falsche Nachrichten, rumblöden. So, jetzt ist hier so ein bisschen Labarababa-Zeit. Die beiden hier sind tierisch kokett. Rose anbieten. Oh. Und dann gibt es ein kleines Techtelmechtel. Auch das muss ab und zu mal sein. Ne? Auch die beiden müssen ab und zu auch mal ihre Liebe zelebrieren. Ich meine, sie sind momentan das perfekte Liebespärchen. Da gibt es kein Problem. Die Kinder können sich hier alleine vergnügen. Wie man sieht, dann können die beiden sich hier... Können die beiden Spaß. So, ihren Freund beschreiben, mehr Auswahl. Lustig. Was können wir noch? Können wir Elefantenwitz machen? Machen wir einen Elefantenwitz. Und dann dürft ihr beiden, glaube ich, mal eine Runde Schach spielen. Spielen mit Audio und Rena. So, während die Eltern sich hier im Bettchen vergnügen, kuscheln, nenne ich es mal. Oh, Level 7 Kreativität. Weil sie hier über die Geschichten geredet haben. Was macht ihr da? Solltet ihr nicht Schach spielen? Spielen. Und du? Spiel! Go, go, go! Spielt eine Runde Schach, was haltet ihr davon? Etwas lesen, weil konzentriert ist. Ja, das geht gerade nicht. So, da muss jemand auf Toilette, das darfst du danach dann noch machen. Verwenden. Aber erstmal muss die Mentalfähigkeit hoch. Wie geht's deinem Brüderchen? Dem geht's eigentlich super. Und die beiden sind wieder wach. Hallo, ihr beiden. So, Herbie, du als erstes Training. Mutti muss trinken auf Toilette. Verwenden. Schwupp. Und dann Handy-Videospiele, Apps, Dingsbums, Flurglamieren. Da darf sie dann gleich mal weitermachen. Die ist ja hier gerade echt gut drauf, muss ich sagen. Da würde ich doch sagen, hier mach mal sehr kokett. Ja, sie kann sich gar nicht entscheiden. Programmieren deine Handy-App weiter. Das ist doch wichtig. So, Herbie. Was hast du hier noch so anzubieten? Nee, das reine Training hat er momentan nur anzubieten. Machen wir das doch. Hier, her, heiß und süß, wegen Sozialkontakt. Oh, 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 oh. So, hier wird fleißig Schach gespielt. So soll es sein. Und dann, ja, er ist schon mal so weit, er muss demnächst mal hier lustige Sache, vernünftig zur Schule gehen. Er muss gerade unwohl, weil er auf Toilette muss. Ja, das ist schlecht. Aber er hat es jetzt auch endlich geschafft, in 4 Fähigkeiten Level 4 zu erreichen. Dann darfst du jetzt auch hier aufhören. Du darfst auf Toilette gehen, während dein Brüderchen nochmal ein Bildchen zeichnet. Ja, er möchte auf jeden Fall noch hier einmal Runde zeichnen. Und diesmal bitte Leute zeichnen. Was hältst du davon? Nicht dahin gehen. Leute zeichnen bitte. Herbie, Audio, kleiner Audio. Audio, ne? So, er ist hier am Trainieren. Läuft. Sehr gut. Was machen wir mit dir noch, Audio? Du bist eigentlich auch ganz gut drauf, muss ich sagen. Freundschaft fürs Leben, ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das machen wir mit der Andrea. Zusatzaufgaben gibt es heute noch nicht wieder zu tun. Nee, gibt es erst morgen wieder. Tut mir leid. Aber wir haben es dann bald geschafft. Dann sind die auch Level 1er Schüler und dann geht es hier richtig rund mit den beiden. Was möchtest du jetzt noch tun? Du möchtest, oh, sozial ist das schon ganz weit oben. Mental und Motorik und KUKA-G ist super. So, und Herbie geht zur Arbeit. Habe ich überhaupt darauf geachtet, dass er vernünftig... Nee, natürlich nicht. Er stinkt wie ein Iltis, muss dringend pinkeln. Das wird da wieder nichts mit der Beförderung. Inspiriert ist er auch nicht. Tja, schade. Das wird wohl nichts. So, Kitty,
Kitty, Kitty, Kit. Kitty geht's gut, Kitty ist super, Kitty ist gut drauf. Was machen wir mit dir? Komm mal hier, geh mal hier hin und grab mal eine Runde. Was hältst du davon? Wir müssen nochmal wieder ein bisschen in die große, weite Welt raus. Wenn dein Brüderchen hier der Kreativität frönt. Schweres Wort. Schwere Wortkombination ist ja kein einzelnes Wort. La 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 la. Er zeichnet, er macht hier lustig. Ja. Er denkt aber an Explosionen, das ist nicht gut. Was haben wir da? Oh, ein Feueropal. Sehr schön. Wo haben wir ihn? Da. Telefon. Bei wem? Wo klingelt hier das Telefon? War das hier? Astrea will gern plaudern. Machen wir doch. Wir plaudern gerne. Hierhin gehen, während du plauderst. Was hältst du davon? Ja? So, hier wird gezeichnet. Kreativ, Kurzzeichen, irgendwas, Tisch. Wir können mal ein paar Bilder aufhängen. Fällt mir ein. Dich dahin. Dekorieren wir noch ein bisschen. Da noch eins hin. Und ein Bildchen kommt noch dahin. Sehr schön. Da freut er sich auch, dass die Bilder aufgehängt werden. Er muss nur auf Toilette. Da. So. Und jetzt ist es langsam Zeit, diese Folge zu beenden mit Blick auf das weite, weite Haus hier. Die Handy-App wird programmiert. Wir haben noch ein weiteres Bild für den Kreativkunstzeichentisch gezeichnet. Und dann geht das Ganze hier weiter in der nächsten Folge bei Let's Play The Sims 4. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.